Ich weiß nicht, ob ihr Willi Wills Wissen kennt. Wie bei Wissen macht A oder so ist er halt aber immer so zu irgendwelchen Sachen hingegangen und hat dann so da Shit gemacht. Da gab es so voll viele Ausschnitte. Zum Beispiel habe ich da so einen gesehen, da waren da so Kinder im Rollstuhl und dann kommt Willi so reingefahren mit seinem Rollstuhl und meint so, der Unterschied zwischen mir und euch ist, und dann steht er so auf, ich kann laufen. Bro. Einfach Ehre genommen, Alter. Und ja, anscheinend gab es da so die ein oder anderen Momente, wo das wohl so ein bisschen kontrovers war und sehr, sehr geil. Habe ich Bock drauf. Wasser. Was es bei uns im Überfluss gibt, ist in Tansania sehr knapp. Fatuma, ich zeig dir mal, wie wir in Deutschland Wasser tragen würden. Ah, so hier. Warte mal, so ist besser. Ah, das ist ja angenehm. Gräber sind immer auf dem Friedhof, oder? Gräber sind meistens auf dem Friedhof, ja. Hallo, ich würde euch gerne die Hand geben, aber ich darf niemanden berühren. Ha, den darf ich gar nicht anfassen, aber was ist denn das? Okay, also lasst euch von mir nicht aufhalten. Legt los. Und ich drück dir die Daumen. Bro, Alter. Stell dir vor, du bist einfach so 12, bist ultra aufgeregt vor so einer fucking Riesen-Operation und dann kommt fucking Willi rein mit so Kamerateam, Alter, und denkst dir so, alles gut, Doktor, ich brauch keine Betäubung, passt so, danke. Digga, ich mach's ohne Betäubung. Knallen Sie einfach rein, die Dinger einfach. Ziehen Sie mir alle draus. Eine Rechenaufgabe, 2 plus 2. 4. 3 plus 3. 9. Aber normalerweise, sag mal, ein Kind kann schon 3 plus 3 mit 6 Jahren zusammenzählen. Ja. Einfach gefickt einfach. Sind dort welche krank? Ja, ich denke, du bist richtig. Freut mich, hallo. Der ist so unangenehm teilweise, holy shit. Ich denke, du bist richtig. Freut mich, hallo. Oh, die Hand kann ich dir leider nicht geben. Ich kann meine Hände nicht bewegen. Das heißt, wenn jetzt ein Bankräuber reinkommt und sagt, Hände hoch, Geld her, dann... Digga, nee, Alter. Bro, savage, ja, ja, ist so. Juckt ihn gar nicht einfach. Jetzt spielen wir hier sozusagen Operation. Jawohl, das Bauch. Ist der Bauch von der Franziska sozusagen. Und wir sehen, das wäre jetzt vielleicht der Blinddarm von der Franziska. Die kann man sich greifen mit der. So, und jetzt esse ich es auf. Ja. Guten Appetit. Sehr gut. Digga, aber Real Talk, ne? Um bei so Kika oder bei so Kindershit irgendwas zu machen, da muss man auch einfach komplett durchgeknallt sein, ne? Dieser Paddy und diese Nina von Togo, da musst du einfach durchgeknallt sein. Herzlich willkommen bei der Togo-Tour in Heilbronn. Es hat schon ein bisschen geregnet, aber wir hoffen mal, dass das Wetter noch besser wird im Laufe des Tages. Hier wird noch fleißig aufgebaut und... Ich hab da mal so ein Bild gesehen, da war so Paddy drauf und Nina und dann hat Nina so gesagt, yo, willst du einen Witz, kannst du mir einen Witz erzählen, Paddy? Wie war denn das? Warte mal, ich muss das Bild raussuchen. Hier, Togo Talk, Thema Feminismus. Müsst ihr euch halt diese Bilder hier dazu vorstellen? Ne? Nina, Frauen sollten mehr Möglichkeiten haben und es sollte Frauenquote in den Chefetagen geben. Und dann hat dann Paddy, macht sie dir kein Butterbrot. Ich sag mal, der Satz endet mit Mausetod. Mehr möchte ich hier nicht vorlesen. Alter. Ganz kritisch, Dude, ganz kritisch. Also Jörg, ist der hart? Also bei dir habe ich nicht den Eindruck, dass dein Leben eine traurige Veranstaltung ist. Nee, auf keinen Fall. Etwas, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Damn, son, where'd you find this? Will laufen. Ich kann gehen. Und ein Fußgänger. Einfach hops genommen, Digga. Einfach ein Licht, oder wie ist das? Das ist ein Licht, da sieht man dein Gesicht. Oh. Relativ große Nase. Bro. Man vermutet immer, dass er sich bewegen soll, aber das tut er nicht, er ist tot. Willi, Alter, Junge. Darum geht's heute auch, ums Thema Hören und wie Menschen, die kaum oder gar nichts hören, damit zurechtkommen. Meine erste Station heute, die Samuel-Heinecke-Realschule in München. Entschuldigung, hallo. Ich suche die Klasse 6GH. Ja, hören. Oh, aber krass, die haben halt, wir hören nichts, können die trotzdem einigermaßen sagen, dass man es versteht. Das ist krass, wenn man überlegt, angenommen, die hören von ihrer Geburt an nichts. Also wisst ihr, was ich meine? Wie krass ist das? Weil wir wissen halt, wie es ausgesprochen wird, weil wir es hören von unseren Eltern oder so, ne? Aber die hören nichts und können wir hören nichts sagen. Digga, krass, oder? Samuel Heinecke Realschule in München. Entschuldigung, hallo. Ich suche die Klasse 6GH. Ja, hören. Und hier haben wir noch einen Hund.
Hallo. Das ist der Peso. Das ist der Peso. Zehner. Komm mal her. Der ist ja mit dem Rollstuhl so flink. Bist du auch flink auf den Beinen, oder? Digga. Es juckt ihn auch nicht, oder? Tiger sind die größten und schwersten aller Raubkatzen. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. True. Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem? Ja. Ich bin der Willi und ich wollte mal bei euch im Unterricht zuschauen. Also ja. Ich glaube, die haben mich jetzt gar nicht so richtig verstanden. Kritisch. Können wir zumachen? Können wir zumachen, das mache ich sehr gerne mal, allerdings von der anderen Seite. Katzen haben Fell. Hallo. Hallo. Ich hätte gern 1 Million Euro in kleinen Scheinen. Dankeschön. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Pause. Ich übernehme mal kurz den Laden. Alles klar. Bruder, wie so ein schlechter Porno einfach, ich schwöre. So ein richtig schlechter deutscher Porno. Du. Dankeschön. So, jetzt alle erstmal gerade gesetzt. Einfach Bundeswehr, Bruder, auf einmal. Jo. So. Der Dennis und ich, wir wollen gerade zum Eis essen gehen. Ach so. Eis essen gehen, das habe ich so einfach gesagt. Gehen, das geht schlecht beim Dennis. Wir brauchen nicht meistens einen Rollstuhl dafür. Gefickt einfach. Bro, so frech einfach. Mit Pistolen und mit Waffen habe ich eigentlich nichts zu tun, weil ich finde die eigentlich schrecklich, weil damit kann man Leute verletzen, mit denen kann man sogar Leute umbringen. Weißt du, Willi? Alter, der war auch stark. Der war richtig stark, holy shit. Aber real to, der Typ sah auch aus, als hätte er keine Schusswaffe gebraucht, um Willi umzulegen. Ich glaube, da hätten 1-2 richtige Tritte in die richtigen Körperstellen gereicht, Alter. Und der Typ wäre zu Boden geklappt wie so ein Klappmesser. Das Fell ist ab. Und wenn ich mich setze, dann kannst du endlich mal auf die Fußgänger runterschauen. Weil sonst schaut man immer von oben auf dich herab. Digga, wer hat denn das abgesegnet, Alter? Holy shit. Ich akzeptiere die Leute halt, so wie sie sind. Die Behinderten oder die Nichtbehinderten? Alle. Bro, Junge, WTF? Ganz einfach ist das ja. So und dann hier. Weil der ist richtig bombenfest. Da muss man einen Gips machen. Ein Gips? Ja, einen schönen. Das gibt's ja gar nicht. Boah, das ist so ein richtiger DK-Joke, ne? So ein richtiger Witz, der von TK kommt. An der Stelle möchte ich nochmal kurz auf TKs Twitter rumbrowsen, Freunde. Da gab's die Tage nochmal was, ich sag mal, ich wollte gerade sagen was Gutes, aber das wäre ein bisschen übertrieben. Hier, der Junge macht mich fertig, Alter. New Traffic News. Wir melden uns mit den Verkehrsnachrichten. Auf der 1 Bremen Richtung Hamburg auf Höhe Buxtehude gibt es 25 Kilometer Stop and Go. Unser Reporter Yasel Miris ist uns live zugeschaltet. Yasel, wie sieht's aus bei dir? Leck mich einfach am Arsch, Digga. Du fährst einmal nach Hamburg rein und hast direkt wieder die Pisse, Digga. Komm, leck mich am Arsch, Digga. Das war wirklich das letzte Mal, dass ich nach Hamburg gefahren bin. Der Junge ist so lost, ich schwöre. Der, wie kann man so wenig Leben haben, Alter, dass man sich so viel Mühe für so Tweets gibt einfach. Fahren Streifen, damn, son, im Streifenwagen und haben Streifen auf dem Hemd. King. Wo sind denn die Milchzähne? Ja, wir gehen jetzt. Jörn, ich will dich nicht auf den Gedanken bringen, aber noch hast du Zeit, den Anzug auszuziehen und dich aus dem Staub zu machen. Alter, Bruder, er redet wie so ein Massenmörder. Ist natürlich nur Joke, ist er natürlich nicht. Der ist sicherlich richtig korrekt privat so. Aber Dude, nur in diesem Clip jetzt. Er macht mir wirklich Angst, Alter, wirklich so. Noch hast du Zeit, dich aus dem Staub zu machen. Ich wette, Willi wollte die Frau sich snacken. Ich glaube, das war der Plan hier. Ich glaube, Willi wollte hingehen und sich die Frau hier snacken. Dass er sich durchzieht und dann kann er sagen, ja, hier, Mann ist durchgezogen. Aber, und dann macht er so den netten Typen, der das Girl so aufmuntert. Und slidet dann auf Undercover in die DMs rein. Aber noch hast du Zeit, den Anzug auszuziehen und dich aus dem Staub zu machen. Lieber nicht. Lieber nicht. Frau Doktor, ich glaube, ich bin verliebt. Wo tut's denn weh? D-
Digga, what the fuck? Das war echt ein gutes Video, holy shit. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und checkt doch auch im Gaming-Channel mal, auf dem Gaming-Channel vorbei, Freunde. Da gibt's auch immer tolle Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao.